Liebe Weinfreunde, heute sind wir bei Gernot und Heike Heinrich im Burgenland zu Gast. Heinrich, da lässt das Herz höher schlagen von allen Weinenthusiasten. Heinrich hat es geschafft, zu einem Kultweingut zu werden und ist auf der ganzen Welt geachtet. Wie kaum ein anderer hat er es verstanden, Biodynamie im Weinberg umzusetzen. Und zwar nicht nur als Ideologie, sondern aus voller Überzeugung und mit sehr viel Herzblut. Er möchte seinen Weinen die ganze Vielfalt des Bodens und der Erde, in der sie wachsen, zukommen lassen. Und das schmeckt man auch in diesen Weinen. Der Gabarinza ist eine Hanglage im Südwesten von Golz. Hier wird ein Cuvée erzeugt aus Zweigel, Blaufränkisch und Merlot. Dieser Wein ist sehr kraftvoll, sehr gehaltvoll und für ein langes Leben bestimmt. Er ist präzise wie ein Laserstrahl, sehr definiert in seinem Kraftausdruck, sehr präzise in seiner Bier- und Aromatik und sehr vielfältig in seiner Fasswürzigkeit, die in der Nase einem entgegensteigt. Ein ganz, ganz großer Wein, fast ein Solist, aber auch zu großen Braten oder Schmorgerichten.